Jedes Wochenende sind es 900 Kilometer. Leon Rodewald ist Berufspendler. Freitags geht es von Berlin nach Hamm, Sonntagabend die gleiche Strecke wieder zurück. Allein fährt er nie. Früher als Student fuhr er bei anderen Pendlern im Auto mit. Heute ist es andersherum. Als das dann beruflich angefangen hat, dass ich selber viel pendeln muss und ich mir dann auch ein Auto gekauft habe, habe ich mir eben gedacht, lohnt sich ja für mich auch die Fahrten anzubieten, weil ich muss so oder so da langfahren und kann dann ja genauso gut Leute mitnehmen. Seine Mitfahrer findet Leon Rodewald auf BlaBlaCar. Ähnlich funktionieren andere Anbieter wie fahrgemeinschaft.de oder auch Flink. Das Prinzip für potenzielle Mitfahrer ist immer gleich. Start- und Zielort kann man mit wenigen Klicks eingeben. Dann gibt es Fahrtangebote zum gewünschten Ziel. Tier unerwünscht, gute Musik gefällt. Schnell kann ein Mitfahrer schauen, ob die Vorlieben des Fahrers auch mit den eigenen übereinstimmen. Das Prinzip von BlaBlaCar ist wirklich, dass man sich gemeinsam Kosten, aber auch den CO2-Ausstoß unter den Reisenden teilt. Wenn man sich überlegt, als Fahrer, wenn ich ohnehin von Berlin nach München fahre, dort Spritkosten habe etc. und dann beispielsweise drei Mitfahrer mitnehme, kann ich 90 Euro pro Strecke sozusagen verdienen. Und da habe ich natürlich dann schon eine große Ersparnis und eine tolle Beteiligung, was meine eigenen Kosten anbetrifft. Adalina Dinter fährt heute mit Leon Rodewald nach Hamm. Sie nutzt regelmäßig die Plattform, um kostengünstiger als mit dem Zug zu fahren. Neben den niedrigen Kosten mag sie auch das Zwischenmenschliche an dieser Art des Reisens. Es ist nicht immer alles auf einer Wellenlänge, also es klappt nicht immer so mit den Gesprächen, aber ich hatte auch schon Fahrten, wo ich einfach die ganze Zeit durchgequatscht habe. Und gerade bei Strecken, wo ich dann fahre, ist es halt auch immer schön, Leute zu haben zum Reden, und ich glaube, umgekehrt ist es genauso, wenn man sich nicht anschweigt. Wer eine Fahrt anbietet, bekommt vom Anbieter nach Eingabe aller Daten einen Preisvorschlag angezeigt. Ein guter Richtwert für die Autofahrer. Leon Rodewalds Mitfahrer wollen heute nicht alle bis Hamm. Insgesamt bekommt er 53 Euro für die Tour. Das deckt zumindest einen Teil seiner Spritkosten. Der Vorteil der Abwicklung über entsprechende Plattformen: Fahrer und Beifahrer sind versichert. Jede Fahrt ist sowohl für den Mitfahrer als auch den Fahrer versichert. Wir garantieren über diese Versicherung ein Weiterkommen. Sollte mal etwas auf der Fahrt passieren, organisieren wir dann die Weiterfahrt, sodass jeder letzten Endes auch an seinem gewünschten Ziel ankommt. Auch Niklas Hirt will Kosten sparen. Neben einem Audi hat er noch einen kleinen Sportwagen. Um die Unterhaltskosten etwas zu reduzieren, vermietet er seine beiden Fahrzeuge auf der Plattform Turo. Wenn ich das Auto 2 Tage vermiete, habe ich eigentlich Steuern und Versicherung für den Monat raus, was ich sehr schön finde. Zur Gewinnerzielung mache ich Turo auf jeden Fall nicht, weil sehr, sehr viel Geld in die Wartung und Reparatur der Autos reingesteckt wird. Also ich habe da definitiv noch keinen Break-Even-Point erreicht, wo ich sagen könnte, ich verdiene mir jetzt wirklich was dazu. Es ist mehr so, dass ich meine Kosten, die ich habe, dadurch reduzieren kann und ich dadurch für mich die Rechnung aufmachen kann, dass es noch in Ordnung ist, dass ich beide Autos trotzdem behalten kann. Durchschnittlich 23 Stunden steht ein privates Auto jeden Tag und wird nicht genutzt. Carsharing-Plattformen wie Turo, Snapcar und Getaround bieten privaten Fahrzeughaltern die Möglichkeit, sich durch die Autovermietung einen kleinen Nebenverdienst zu erwirtschaften. Heute mietet sich Anson Lee den Audi von Niklas Hirt für 67 Euro pro Tag. Der Berliner hat schon mehrere Fahrzeuge von Privatleuten über das Internet gemietet. Also ich lerne generell neue Menschen gerne kennen, und das fand ich ganz interessant, dass auch Privatleute ihre Autos anbieten, und das war von Kombi bis SUVs und so weiter, und im Vergleich war es auch günstiger. Pflichtübung bei jeder Vermietung: Mieter und Vermieter begutachten gemeinsam das Auto. Fotos dokumentieren den aktuellen Zustand des Wagens. Das ist Voraussetzung für den Versicherungsschutz während der Vermietung. Alle Vermietungen über Turo sind über unseren Partner Allianz sowohl für Vermieter als auch für Mieter abgesichert. Der Vermieter genießt eine Vollkaskoversicherung, also wenn irgendein Schadensfall eintritt, dann ist er vollständig abgedeckt. Für Bearbeitung und Versicherung werden je nach Anbieter 20-25% der Mieteinnahmen an Provision fällig. Niklas Hirt hat seine beiden Autos in den vergangenen 15 Monaten insgesamt 20 Mal vermietet. Für ihn ein gutes Geschäft. Und auch Leon Rodewald kriegt bei seinem wöchentlichen Pendeln dank mehrerer Mitfahrer einen Großteil seiner Spritkosten wieder herein. Und ganz nebenbei lernen beide so auch jede Menge neuer Leute kennen.